Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich auf meine eigenen Punkte eingehe, warum Menschen, die sich nicht ernst genommen fühlen in unserer Gesellschaft, entweder immer im Hintergrund arbeiten oder sich Ventile suchen, ihre Meinung durchzusetzen, warum wir ein Problem haben mit diesem sozialliberalen Leadership-Denken, weil es manche Menschen einfach nicht mitnimmt in unserer Gesellschaft, und warum im moralischen Hochsprung manchmal die Latte etwas zu hoch ist und wir sie tiefer anlegen müssen, damit wir einen jeden innerhalb in unserer Gesellschaft mitnehmen, komme ich vor zu einigen Punkten des Rebuttals auf das, was wir gerade von der öffnenden Opposition gehört haben. Zuallererst wurde gesagt, dass es darum geht, dass sich Menschen verletzt fühlen in Diskursen. Das sehen wir zum Beispiel insbesondere, wenn wir zum Beispiel in soziale Medien reingucken, dass Leute einfach beleidigend sein können, dass manche Leute sich eben nicht an dieses Political Correctness halten. Das, was wir hier aufbrechen wollen, ist, dass wir uns alle nicht an das Political Correctness halten müssen, dass wir gegen jemanden, der zum Beispiel hetzt, genauso auch mal hetzen dürfen, dass wir genauso mal zu jemandem, der sagt, dass irgendwie jemand, der aus dem Ausland kommt, scheiße ist, dass wir dem sagen können, das ist auch eine Scheißmeinung, weil es genauso die Leute unterstützt, die sich innerhalb dieses Diskurses letztendlich verletzt fühlen. Warum? Weil wir in diesem Political Correctness immer so eine Art Werterelativismus haben. Dass wir immer sagen, wir müssen abwägen an dieser Stelle. Dass wir nicht einfach mal blind jemanden den Rücken stärken können an dieser Stelle. Das ist eine Ebene, die bisher noch nicht betrachtet worden ist. Das Zweite ist, sie hat das große Beispiel des Gendern gebracht. Das Problem ist, dass dieses Gendern zum Beispiel auch ein gewisses Elite-Denken mit hat. Es gibt genug Leute in unserer Gesellschaft, die denken immer noch in Stereotypen. Die denken irgendwo, es ist falsch. Ich möchte die Leute irgendwie als Studenten betrachten. Ich möchte Student sagen, das kommt irgendwie aus meiner Tradition, das kommt irgendwie aus meiner Geschichte, das habe ich irgendwie so gelernt, und all das, was irgendwie gesagt wird, ist falsch. Das führt dazu, dass es eben keine Akzeptanz an dieser Sache gibt und dass diese symbolischen Gesten und Rechte manchmal gar nicht verstanden werden an der Stelle. Und wir glauben, dass immer in diesen Diskursen es wichtig ist, eine Akzeptanz zu finden und auch Rechte zu verstehen. Und dafür bedeutet es nicht nur Gesten zu setzen, sondern diese Gesten auch zu verstehen und immer neu zu verhandeln und an dieser Stelle auch unsere moralischen Werte zu hinterfragen und neu zu deklarieren, weil es immer ein gesamtgesellschaftlicher Prozess ist. Wir können nur Frauenrechte stärken, wenn jeder in unserer Gesellschaft irgendwie für Frauenrechte einsteht, oder wir können nur die Rechte von Homosexuellen verstärken, wenn jeder innerhalb in unserer Gesellschaft auch diesen Ziel unterliegt und dieses Ziel auch versteht, weil jeder in der Gesellschaft miteinander interagiert und wir nicht in Gruppen irgendwie auf Platz A und auf Platz B sind, sondern in unserem sozialen Leben tagtäglich gegenübersteht. Und das Dritte ist, dass es dieser Diskriminierungspunkt. Und wir finden falsch, dass es irgendwie vom Staat irgendwie oder von unserer Gesellschaft die Meinung gibt, manche Meinungen dürfen wir diskriminieren und manche nicht. Weil es immer noch innerhalb unserer Gesellschaft Gruppen gibt, die bestimmte Meinungen, die wir irgendwie als falsch oder intolerant empfinden, existieren. Und wir glauben, dass wir uns mit diesen Meinungen auseinandersetzen, weil wir sie sonst diskriminieren, und dort komme ich direkt zu meinem ersten Punkt. Das große Problem ist, wenn wir Menschen aus unserer Mitte ausschließen, aus dem gesellschaftlichen Diskurs ausschließen, weil wir sagen, das, was du denkst, ist sowieso falsch an der Stelle. Das behandeln wir gar nicht mehr, das finden wir irgendwie falsch, du beleidigst ja noch nur, oder du, deine Argumentation basiert nur auf Stereotypen an dieser Stelle, dass sich diese Menschen entweder im Hintergrund ihre Diskurse behandeln werden, weil sie können ja nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. Sie werden nicht ernst genommen, ihre Meinungen werden irgendwie als schlecht oder unwollend wahrgenommen an diesem Punkt. Und das Wichtige ist, dass wir immer einen öffentlichen Diskurs brauchen. Das heißt, dass diese Menschen sich nicht irgendwie in Gruppen selbst ihre Werte verhandeln, sondern dass die Werte sich innerhalb der gesamten Gesellschaft neu definieren. Und das Zweite ist, manchmal suchen sie sich auch Ventile. Wir sehen zum Beispiel gerade in der AfD, dass sich eben diese sogenannten Eurofeinde eben nicht nur Eurofeinde haben, sondern zum Beispiel auch fundamentalistische Katholiken mit eingespielt haben, weil sie irgendwie suchen, ihre Meinung irgendwo durchzusetzen, weil sie das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden und sich deswegen zu reformieren und politisch dagegen agieren. Deine Frage. Nenn mir doch bitte eine wichtige gesellschaftliche Meinung, die man nicht auch politisch korrekt formulieren könnte, um sie im Diskurs zu haben. Ja. Du gehst davon aus, dass jeder Mensch an dieser Stelle abwägend ist. Das Problem, das wir haben in der Gesellschaft, ist, dass jeder erstmal meistens festgefahrene Meinungen hat. Und das Problem ist, wenn wir diese Meinung einfach abkoppeln von unserem gesellschaftlichen Diskurs und nicht integrieren an dieser Stelle, das heißt diejenigen, die eine feste Meinung haben, dann können wir auch innerhalb dieser Gruppe keinen neuen Diskurs anfangen. Und das ist das Problem, das wir auf unserer Seite haben.
Und woran liegt das an der Stelle? Das liegt daran, dass wir letztendlich in dem Diskurs in unserer Gesellschaft so ein sozialliberales Leadership-Denken haben. Das ist, wir letztendlich unsere Moral, letztendlich bestimmte Sachen festsetzen, die wir als richtig definieren. Das ist das, was ich meinte, als die moralische Latte einfach zu hoch angesetzt ist. Manche Menschen letztendlich nehmen schon die Begründung unserer Moral nicht an, die zum Beispiel sagen, okay, Frauen sind vielleicht doch anders oder Homosexuelle sind vielleicht doch anders an dieser Stelle. Und wenn wir einfach nur unsere moralischen Fragen und unsere Rechtssysteme, wie zum Beispiel Frauenrechte, neu kreieren, ohne diese Menschen mitzunehmen, die noch nicht die Begründungen dafür verstanden haben, dann wird es auch nicht zu einer Akzeptanz in der Gesellschaft kommen und die Kritik wird wesentlich subtiler sein. Dann wird es vielleicht sein, dass der Chef, dass mein Chef mich vielleicht, oder in der Uni ich vielleicht Studentin genannt werde. Die Kritik oder das, was ich glaube an dieser Stelle, was irgendwie falsch ist oder dass ich irgendwie Frauen als anders wahrnehme, das wird wesentlich subtiler geschehen, weil ich es nur nicht sagen darf. Das heißt, es wird niemals diesen öffentlichen Diskurs geben, dass es auch andere Meinungen gibt. Deswegen ist es hier uns in der Regierung so wichtig, dass wir uns wehren können, dass wir auch an dieser Stelle sehen können, welche Meinungen innerhalb in unserer Gesellschaft existieren. Dass es Menschen gibt, die zum Beispiel Frauen anders wahrnehmen, dass es Menschen gibt, die Homosexuelle anders wahrnehmen. Das Problem haben wir nicht gerade gesehen beim Eurovision Song Contest und als es um die Frage von Conchita Wurst ging. Dass der Diskurs gar nicht mehr möglich war, dass wir über Herr oder Frau Wurst reden, dass jeder, der Frau Conchita Wurst Herr Wurst genannt hat, sofort aus unserem sozialliberalen Elfenbeinturm verbannt worden ist, weil es sowieso falsch war an dieser Stelle. Und das heißt, wir können gar nicht mehr diesen Diskurs führen und unsere Gesellschaft voranführen, weil wir gar nicht mehr hinterfragen, was unser Fundament ist, worauf wir aufbauen und dass wir Teile in unserer Gesellschaft einfach zurücklassen und abschneiden und hier nicht landen. Was hat die öffnende Regierung gezeigt? Wir glauben, dass Intoleranz problematisch ist. Wir glauben, dass Diskriminierung problematisch ist. Wir werden aber das Ziel nicht erreichen, einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu haben, Rechte zu verstehen, Moral zu verstehen, wenn wir diejenigen, die schon eine feste Meinung haben, die in tradierten Verhältnissen leben, die in tradierte Meinungen besitzen, wenn wir die einfach aus unserem Diskurs abschneiden und nicht mit integrieren. Wir wollen eine Gesellschaft haben an dieser Stelle, die gesamtgesellschaftlich alle mit einbezieht, alle Meinungen berücksichtigt und durch das gute Argument am Ende, wenn alle mit dabei sind und nicht, weil sie vorher ausgeschlossen werden, ein Ziel erreicht, nämlich, dass wir alle toleranter werden. Vielen Dank.